präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Eine der Organisationsaufgaben des Trainers ist es, den Kursraum an das eigene Unterrichtskonzept anzupassen. Jeder Nutzer kann sich in gewissem Rahmen den Kursraum selber gestalten. Dazu gehört zuvorderst zu entscheiden, wie viel der Inhalte eines Kursraumes ich sehen möchte. Bei den Blöcken gibt es dieses kleine Kästchen mit einem Minuszeichen und damit kann ich den Block einklappen. Das gleiche kann ich mit jedem der anderen Blöcke auch machen. Anschließend wandelt sich das in ein Plus und ich kann es, wenn ich möchte, wieder zurückschalten, damit ich es wieder komplett sehen und damit über die inhaltlichen Möglichkeiten verfügen kann. Diese Option ist geschaffen worden, damit ein Teilnehmer oder ein Dozent störende, ablenkende Informationen ausblenden kann. Wichtig ist jedoch, diese Einstellung ist tatsächlich eine individuelle Einstellung. Das heißt, sie bezieht sich nur auf die Person, die die Einstellungen für sich vornimmt. Die gleiche Funktion gibt es innerhalb des Hauptinhaltsbereiches ebenfalls. Hier werden derzeit alle Wochen des Kurses angezeigt und das kann ebenfalls, wenn dort viele Inhalte drinstehen, verwirrend sein. Deswegen gibt es die Möglichkeit für den Nutzer umzuschalten und nur eine Woche hier anzeigen zu lassen. Nachdem er dies gemacht hat, werden nur die Inhalte der jeweiligen Woche, die er ausgewählt hat, angezeigt. Um zu einer anderen Woche zu springen, kann er dieses Auswahlfeld bedienen und gezielt eine Woche anklicken. Und dann wird nur der Inhalt dieser Woche angezeigt. Um wieder zu der Vollansicht zurückzukommen, klickt man wieder auf das Fenster hier und lässt sich alle Wochen anzeigen.